Der Olympiapark in Berlin steht nicht nur für Olympia 1936, sondern auch für die Gegenwart. Er ist Heimat der BR-Volleys, Hertha BSC und den Wasserfreunden Spandau 04. Und bei den Wasserballern wird anscheinend ein ganz bestimmtes Gen vererbt. Hagen Stamm und sein Sohn Marco sind unser Berliner Beispiel. Bei Maccabi USA sind es die Borisovs. Co-Trainer Derek und seine drei Sprösslinge mit der 2, der 3 und der 11 machen die European Maccabi Games ganz einfach zu einem Familienausflug. Es ist einfach großartig, mit meinen Brüdern zu spielen, mit dem Älteren. Schon mein Leben lang. Es ist immer ein riesiger Spaß. Wir haben eine ganz besondere Verbindung. Und ja, es macht einfach viel Spaß mit den beiden. Und damit rein ins Spiel, aber doch wieder zurück zu Spencer. Der macht nämlich das erste Tor des Spiels. 1:0 für die USA in Überzahl. Doch Israel unbeeindruckt, spielstark und in der Konsequenz mit den nächsten Toren. Ido Goldschmidt mit dem 1:1 und kurz vor der Viertelpause gibt es dann noch das 2:1 für Israel. Danach geht's hin und her, bis Ido Goldschmidt mal so richtig auftritt. Eine Bude nach der anderen vom Mann mit der Nummer 8. Das Publikum sieht ab der zweiten Halbzeit ein überlegenes Spiel von Maccabi Israel, die immer höher führen. Am Ende holen sie den Sieg mit einem deutlichen 16:5. Spieler des Spiels ganz klar Goldschmidt mit 7 Toren gegen den Coach, der bald sein Coach sein wird. Ich werde bald in den USA studieren und dort spielen. Mein Trainer wird dann Coach Layson vom Maccabi Team USA sein. Wirklich toll, erst gegen ihn zu spielen und bald unter ihm. Ja, und Coach Layson wird sich sicherlich gewünscht haben, dass er schon heute in seinen Reihen spielt. Jetzt heißt es aber erstmal Vollgas geben bei den Maccabi Games. Israel muss nach diesem Spiel als einer der Favoriten im Turnier angesehen werden.